Ja, das ist jetzt mal so ein Versuch, schon jetzt mal das Video für den vierten Kalendertag aufzunehmen, für das vierte Türchen. Heute ist für mich noch Montag der dritte. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch uploade oder morgen ganz früh. Ist ja auch schwierig, so zeitgenau so ein Kalenderchen hier so zu machen im Netz. Ich sage mal heute zu diesem morgigen Tag, also zum 4. Dezember, weil ich hoffe, ihr guckt es auch erst am 4. Und werde heute wieder was spielen und vielleicht auch singen aus diesem Songs und Lieder-Ding hier, was ich eben, wie gesagt, mal irgendwann da in so einem Buchladen gekauft habe, wo es das günstig gab und ich es dann halt mitgenommen habe. Ich wollte heute singen, weil es alles so schief hier steht. Ein Lied, was so ein bisschen, man sieht, dass die Leute vielleicht manchmal auch ein bisschen schief gewickelt sind mit diesen Adventsliedern oder Weihnachtsliedern. Und dann gar nicht wissen, warum die so heißen, wie die heißen und was da so für Texte vorkommen. Und weil ich es gerade nicht finde, erzähle ich noch kurz zu The Way Back. Das ist ein Musical, was morgen hier letzten Spieltag hat von Zweien. Das ist eine Produktion aus der Schweiz. Musical für Kinder unter 13 Jahren nicht geeignet, steht hier unten. Aber vor allem auch der Text über jemanden, der es geschafft hat, jetzt Stern am Pophimmel ist, Ben sein Name, und dann geht alles ziemlich schief im Leben. Eigentlich hat er sozusagen den Maximalapplaus des Publikums und alles ist super, aber dann stürzt er total ab. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Und auch was man daraus so schlussfolgern kann, ist eine tolle Produktion. Lief gestern schon mal im Kosmos an der Karl-Marx-Allee. Und wenn ich das Lied nicht bald finde, spiele ich es eben ohne die Noten. Ja, also ich spiele es erstmal, wenn ich überhaupt was gespielt habe, spiele ich mal das Ding so, ja. Den ersten Versuch aufgenommen von dem Lied. Und ich kann nicht so richtig schneiden bei den Videos. Auf dem iPad aufgenommen ist da nochmal schwierig, zu Bethlehem geboren. Also aus fernen Ländern ist es nicht. Still, still, still ist es auch nicht. Das hatte ich jetzt die letzten Tage mal. Und naja, da gibt es jedenfalls so eine Textpassage in dem Lied, wo es darum geht, aus Jesse kam die Art. Wenn ihr den Text mal lest von dem Lied, wenn ich es gefunden habe, verrate ich euch auch den Titel. Und aus Jesse, ja, wer ist denn Jesse und so? Keine Ahnung. Jesaja, das wird in der zweiten Strophe verkündet, dass derjenige, über den es da gesungen wird, eben aus dem Stamm oder aus irgendwie Jesaja kam. Damit ist gemeint ein Prophet aus dem Alten Testament, also dem Buch, was sowohl Juden, Christen als auch Muslime anerkennen als wirklich inspiriert. Ha, jetzt habe ich es. Es ist ein großer Sprung, heißt es. Und ja, das Blümlein, das ich meine, davon Jesaja sagt, das ist in der zweiten Strophe, hat uns gebracht, alleine Marie, die reine Magd. Da wird es dann schon wieder kontrovers. Aus Gottes ewigem Rat hat sie ein Kind geboren, wohl zu der halben Nacht, was so Mitternacht meint, irgendwann halbe Nacht, nachts spät. So, da wo ich meist immer erst so richtig kreativ werde, aber aus verschiedenen Gründen inzwischen nicht mehr so arbeite um die Zeit, sondern eigentlich dann immer schlafe. Das Blümlein, das Kleine, das duftet und so süß und so weiter, war menschenwahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod. Spätestens da sind wir jetzt in dem Bereich, wo man dann nicht mehr sagen kann, oh ja, klar, also alles immer, wir sind ja eigentlich alle einer Meinung, so, alle, die an einen Gott glauben. Ja, Entschuldigung, kühl hier. Naja, Weihnachten halt bald. Weihnachten verbinde ich vor allem mit Schnee und Winter und kalt und so, aber im Dezember, da ist es halt da in Israel nicht so wirklich kalt. Da, wo Jesus geboren wurde. Und ich wünsche ihm, der das hier hört, die vierte Strophe, O Jesu, bis zum Scheiden aus diesem Jammertal. Manchmal ist das wirklich zum Jammern. Ich habe hier auch gerade Jammer und Aua hier so am Hals. Ich wollte nämlich heute schwimmen gehen und das ging nicht. Dazu ein anderes Video auf YouTube heute. Könnt ihr mal schauen, sehr witzig. Ja, in deines Vaters Reich, ja, hin zum Freudensaal, lass uns dein Hirt geleiten. Da will ich ewig loben, oh Gott, uns das verleih. Sehr schöner Text. Bisschen kryptisch vielleicht für den einen oder anderen, der nicht so christlich sozialisiert ist, aber
manchmal ist es auch ganz gut, nicht so christlich sozialisiert zu sein, weil dann versteht man manchmal Sachen auch besser, die ganz normal sind und ganz normal in der Bibel stehen und völlig einleuchtend sind, aber man dann immer denkt, wenn man so christlich auf Schulen war und in der Kirche sein Leben lang, dann denkt man so, ach, das lässt sich alles gar nicht umsetzen, weil man halt so wenige Leute kennenlernt, die das umsetzen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wünsche euch noch einen schönen 4. Dezember und vielleicht sieht man sich heute Abend da. Ich hoffe. Schauen wir mal.